Tisch muss man immer überlegen, wenn man mit 6 Mann anstartet und den Torwart irgendwann wieder rausnimmt. Ja. Das ist das Problem, dass das aus meiner Sicht war das hier ein klares Tor. Ich denke, die Kamera wird das auch zeigen können. Es ist das Problem, dass unten das Netz kaputt ist. Es ist direkt Aufregung in der ersten Minute. Jetzt gibt es erstmal Zeitstopp. Ich befürchte, dass wir jetzt hier was mit Tape arbeiten müssen. Sicht hätte es hier eigentlich auf der Tafel, auf der Anzeigetafel schon 0-1 stehen müssen. Jetzt wird das Tor geflickt. Und danach geht es dann erstmal bei 0-0 weiter. Diese Variante nicht nur die ersten 2 Minuten gespielt werden soll, sondern eher auch länger. Jetzt schön hier den Ball erobert von Max Bergs. Jetzt Ball wieder sichern ist wichtig. Kein Ballverlust. Spielt er da auch ins Brett raus, anstatt oben raus. Zweite Ball jetzt schon unglücklich in die Bretter abgeliefert. Das war eigentlich vorher Ansage, dass man das nicht macht. Und das ist dann wieder ein ganz einfaches Gegentor. In die Ecke reingespielt, in der Mitte nicht verteidigt. Und da steht es 1-0. Torschütze war nach Hereingabe von Edimas Kor Maximilian Siegburg. Geführt werden. Lukas Buth sichert hier gut den Ball. Sven Marquardsen wieder unter Druck. Neue Lösung und da ist der Ball wieder abgefangen. Zack, zack, schnell geht's da. Und da ist auch schon das 2-0. Durch einfaches Kontakthockey. Diesmal war es Flo Pelzner, der mit der Rückhand ins lange Eck trifft. Das ist natürlich ernüchternd hier schon nach 4 Minuten wieder 2-0 Rückstand für den DSD. Gut aufgepasst von Thilo Ellerich. Lukas Buth da wieder in der Falle. 3 Weiße dagegen. Schnell den Ball rausspielen. Genau, zack. Müssen hier bleiben. Und Rot-Weiß stellt wieder gut zu. Gefährlich natürlich da. Da verliert Ben Marquardsen den Ball im 1 gegen 2. Zieht risikoreich in die Mitte. Und aus meiner Sicht die einzige Chance jetzt auch, den Torwart selber dagegen rauszunehmen. Hätte man vielleicht direkt vom Anfang an machen sollen. Situation geändert. Dominik Giskes reicht der Vorsprung. Weil so war der DSD gerade ziemlich chancenlos. Außerhalb. Oh Gott. Ehrlich gesagt bin ich gerade ziemlich verzweifelt hier am Mikrofon. Nach 6 Minuten 0-4. Offensichtlich wurde das Spiel letzte Woche in keinster Weise verdaut vom DSD. Rot-Weiß Köln bis jetzt. Und mal gucken, wie es jetzt weiterläuft. Das ist so einfach. Gut rausgespielt. Na, schon das 5. Tor im ersten Viertel. Gut gemacht von Edimas Kor, lockt Ben Marquardsen kurz mit einer Torpartäuschung und hat dann freien Rückhandschuss. Auch da kommt wieder einer nicht mit. Ah, ist das. Das tut wirklich schon weh. Habe ich so noch nicht erlebt. In 11 Minuten. 6-0. Boah. Macht mich gerade ein bisschen sprachlos am Mikrofon. Mit 6 gegen 6, mit 2 Torhütern in der Kiste. Da kommt schon wieder. Es ist einfach zu einfach hier. Jan Becker geht wieder nicht mit bei dem Doppelpass. Vorher so abgestimmt. Berechtigter 7 Meter. Edimas Kor gegen Joni Weißner. Sicher verwandelt zum 7-0.
ist jetzt aber, glaube ich, dass der Tobias Bergmann jetzt findet. Und Marc Watson gewinnt den Ball, zockt sich aber. Das ist leider sehr schlecht verteidigt. Deswegen resultiert das in der Ecke für den Rot-Weiß Köln. Nächstes Gegentor für den DSD. Mit jedem Tor wird die Aufholjagd natürlich immer schwerer. Die Jungs müssen sich jetzt aufrappeln, sonst wird das hier noch sehr, sehr peinlich. Schöne Drehung von Jan Becker. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Das ist ein schöner Angriff. Tor durch Max Bergs. Fackelt er nicht lange. Schießt er aus der kurzen Ecke ins, aus der Ecke ins kurze Eck, Entschuldigung. Schönes Tor. Ich hoffe, das macht die Jungs ein bisschen wach. Mitte erneut offen. Erneut kommt es zum Siebmeter. Ob es richtig oder ist oder nicht, lasse ich mal so stehen. Auf jeden Fall kommt es wieder zum Siebmeter. Matzko trifft erneut. Neuer Spielstand 9:1. Köln nimmt auch den Torwart raus, das heißt, Köln spielt wieder in Überzahl und wir spielen weiter Pässe in die Rückhand, die völlig unnötig sind. Der DSD hat sich aber gut aus dem Druck gelöst, kommt jetzt auch nach vorne durch. Kein Torwart drin, das heißt, solche Tore sind möglich und das macht Tomek Gorni auch wunderbar. Sehr, sehr schönes Tor. Sehr, sehr schön. Direkt abgezogen mit der Rückhand. Noch abgefälscht, der Pass ging aber aufs Tor, wie man im Replay sieht. Jetzt sieht man das sehr schön. Köln im Ballbesitz, 10 Sekunden noch. Barry setzt sich gut durch, hoher Pass. Wenn der DSD jetzt einen schnellen Pass nach vorne findet, da schön, sehr schön. Sehr schön, sehr, sehr schöner Pass von Marc Watson. Das ist nochmal ein gutes Zeichen. Damit beenden wir die erste Hälfte. Ich bin gespannt, wie der DSD aus der Hälfte zurückkommt. Ob der Trainer Tobias Bergmann die Jungs ein bisschen aufwecken kann. Gleich beim Wiederanpfiff. Bis gleich. Den Querpass konnte Max Bergs dann nicht so ganz verarbeiten. Aber ist schon mal ein guter Start. Reinersmann weiter im Ballbesitz, hält den Ball gut. Sehr schön machen die das. Sehr, sehr schönes Tor. Genau so wollen wir in das Drittelviertel starten. Genau so starten wir da rein. Wieder Max Bergs und Niklas Schickenberg im Zusammenspiel. Diesmal andersrum. Max Bergs mit dem Querpass auf Schickenberg, wie es im Replay zu sehen ist. Mitte erneut offen. Köln spielt das aber ruhig nach hinten. Thilo Ellerich greift gut den Ball ab. Jetzt einen schnellen Pass finden, schnellen Pass finden. Super verteidigt von Barry. Das ist gefährlich. Das macht er gut und das macht Köln sehr gut. Da arbeiten wir aber auch nicht gut nach hinten mit. Verlieren den Ball in der Vorwärtsbewegung. Und Köln spielt das lässig vorn aus. Neuer Spielstand 10:4 für die Kölner. Ja. Sehr schöner Pass da von Mats Kur auf Henrik Siegburg,
schießt den Weißner durch die Beine zum 11:4. Schönes Tor der Kölner. Spielen das schnell, spielen das relativ präzise. Siebkuck verarbeitet den Ball gut mit der Rückhand. Kommt so zum Abschluss. Es sind auf jeden Fall mehr Stockfehler. Für die Kölner spielen das schnell aus. Gute Drehung. Und das ist wieder ein 7-Meter. Joni Weißner drückt den Kölner Spieler zu Boden. Eine Karte wird noch gegen Benedikt Federlin verteilt. Ich denke aufgrund von Meckern. Eigentlich sind alle guten Dinge drei für Joni. Mal sehen, ob es jetzt ist. Nee. Es ist nicht der Fall. Drittes Mal sehr souverän geschossen von Mats Kur. Sehr guter 7-Meter-Schütze auf jeden Fall. 12:4. Beide Trainer, Domi Gieskes und Tobias Bergmann, stehen an meiner Seite. Ich fange mit dem Gast an. Domi, 12:4 der Endstand. Was habt ihr euch vorgenommen und was ist deine Meinung nach dem Spiel? Ja, wir haben uns vorgenommen zu gewinnen. Das hat gut geklappt. Wir haben 3 Punkte eingesammelt. Die erste Halbzeit oder das erste Viertel war natürlich sehr gut. Wir haben uns vorgenommen, mal ohne Torhüter zu starten. Das haben die Jungs gut umgesetzt. Das haben wir unter der Woche schon im Trainingsspiel ein paar Minütchen trainiert. Dass es so gut klappt, war nicht zu erwarten. Aber wir haben es gut durchgezogen. Ja, das dritte Viertel war nicht so gut. Das war eher schlecht. Aber ist egal. Wir wollen unbedingt gewinnen. Das haben wir geschafft. Vielen Dank. Zu dir, Tobi. Die gleiche Frage, was habt ihr euch vor dem Spiel vorgenommen, woran hat es ein bisschen gescheitert und was ist deine Meinung nach dem Spiel? Ich glaube, dass Rot-Weiß schon die spielstärkste Mannschaft ist. Wir haben uns aber deutlich mehr vorgenommen. Ich habe in meinem Leben auch noch nie nach einem ersten Viertel 7-0 zurückgelegen. Wir haben eigentlich bisher immer in Unterzahl 6-5 oder 6-6 Situationen ganz ordentlich gespielt. Heute ging das Ding völlig nach hinten los. Dafür haben die Jungs ist zwar auch so eine Phrase, aber noch Moral bewiesen, wer nach 0-7 15 Minuten zurückliegt und dann noch ein Spiel halbwegs ausgeglichen bestreitet vom Ergebnis her im restlichen Verlauf. Da habe ich Respekt vor den Jungs, aber ansonsten ist es natürlich sehr enttäuschend und ja, ich war auch ehrlicherweise ein bisschen sprachlos nach dem ersten Viertel. Das habe ich so noch nicht erlebt. Ich danke euch. Viel Erfolg noch in der Saison. Dankeschön. Reingehauen. We'll be right back.